Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, so voll und gleich. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Es ist der 13.07.2019 und wir starten direkt in den Item Shop. Und was sehen wir da? Ja, wir sehen da alle Items, die wir schon irgendwann mal vorgestellt haben. Ja. Wir fangen direkt mal an mit Summer Drift und zu dem haben wir auch ein Video, das ist oben rechts verlinkt. Aber wir gucken uns mal die Benotung an. Es war 3,14 von 5 bei 37 Votes. Zum ersten Mal am 25. Juni 2019 Schock gewesen, seit 3 Mal und 75 Gemeindes. Zwillingsklinik. Die sehen geil aus. Nicht richtig geil, die sehen richtig geil aus. Die haben in der Für 1200 V-Bucks. 4,67 von 5 bei 24 Votes zum ersten Mal am 25. Juni 2019 im Schock gewesen, dann 2x40 Reminders. Dann Drift Wolf. Finde ich persönlich nicht ganz so toll, weil es nicht auf allen Waffen gut aussieht. Ja? Ja. Du siehst diesen Wolf nur auf einzelnen Waffen. 4,33 von 5 bei 18 Votes zum ersten Mal am 25. Juni 2019 im Schock gewesen, dann 2x13 Reminders. Driftstream. Das ist ganz cool. Ja, der hat auch eine krasse Bewertung. 4,58 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 25. Juni 2019 Schock gewesen, seitdem 3x und 25 Reminders. So, also nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben zu eigentlich fast allen Items schon mal Gameplays gemacht und so weiter. Schaut oben in der rechten Ecke immer mal jetzt rein. Das sind I's, also das ist dieses I und da sind diese ganzen Videos verlinkt. Da genau. Könnt ihr dann. So. Dann kommen wir zum Strandbomber. Der Strandbomber. Der Strandbomber, den haben wir ja auch. Haben wir auch ein Video. Dazu. Den sehe ich eigentlich so gut wie gar nicht auf der Map. Ich auch nicht. Der Beachbomber, der hat eine Bewertung von 4,19 von 5 bei 32 Votes zum ersten Mal am 7. Juli 2019 im Schock gewesen. Sein 3x und 162 Reminders. Farbensternchen. Also wieder alles so lila und so. Ja. Nicht so mein Ding. 4,33 von 5 bei 9 Votes zum ersten Mal am 7. Juli 2019 im Schock gewesen. Sein 3x und 6 Reminders. Farbenfliege. Okay. Der Payload, der hat eine Bewertung von 3 von 5 bei 10 Votes zum ersten Mal am 7. Juli 2019 im Schock gewesen, sei in 3 Mal und 4 Reminders. War's schon. Auch da geht's wieder beim IDs Video. Das hier dann, jetzt ist ein geiles Set, muss ich sagen. Ja, Seestern sieht richtig cool aus, auch im Gameplay. Kann ich nur empfehlen. Hast du auch ein Video dazu? Ja, habe ich auch. Genau, ja, perfekt. Okay, die Benotung, Sieht man auch ab und zu mal auf der Map. 2,8 von 5 bei 25 Votes. Ja. Zum ersten Mal am 2. Juli 2019 Schock gewesen, dann 3x und 19 Reminders. Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Das Interessante daran ist, die Benotung hier ist nicht so stark, aber trotzdem siehst du den ab und zu mal auf der Map und diesen Strandbomber nicht. Ja, keine Ahnung warum. Conch Cleaver, 3,8 von 5 bei 10 Votes, zum ersten Mal am 2. Juli 2019 Schock gewesen, dann 3x und 3 Reminders. Jo, die nächste ist mega geil. Die Qualle ist absolut Hammer. Ist auch im Gameplay drin. Ja. Was verlinkt ist. Manowar, ja. 4,1455 bei 14 Votes zum ersten Mal im 2. Juli 2019 im Schock gewesen. Da bin ich dreimal und zwei Reminders. Ich bin der Tiger. Du bist immer besser, ne? So. Dann, haben bist wir jetzt immer Brutzel. Nein, bist du der Tiger? Wer bist du? Ich bin gar nichts. Hier haben wir den Brutzelmaster im Hintergrund. Das Ding ist mega geil. Ja. Das Ding ist mega geil. Brutzelmeister für 800 V-Bucks. Ja, dem gebe ich ganz klar 10 von 10. Dir? Ja, gut, habe ich ja schon. Achso, gut. Gebe ich auch 10 von 10. Das haben wir gar nicht. 4,55 von 5 bei 11 Votes. Zum ersten Mal am 26. Juni 2019 Schock gewesen. Sie nehmen 1x und 8 Reminders. Und dann. Der Bigfoot. Den habe ich bis jetzt noch nicht auf der Map gesehen. Nicht ein einziges Mal. In den ganzen Matches habe ich einen Bigfoot auf der Map gesehen. Kein Wunder. 1,53 von 5 bei 30 Votes. Zum ersten Mal am 29. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 4 Reminders. Ja, aber das Ding, das wird mal richtig selten werden, weil den spielt keine Sau, ehrlich. Ich meine, dieses Zeltding, da sieht auch kacke aus. Da ist Schwein drin, ne? Ja, du sagst das, für mich sieht das aus wie so Hähnchen, naja, aber naja. 3 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 29. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 3x und 4 Reminders. Ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche, ist eigentlich fast alles von diesem Sonnenbad-Bildschirm. Ist jetzt fast alles in diesem Shop. Ja. So, Raubzug habe ich bis jetzt, ja, habe ich schon ein paar Mal auf der Map gesehen, aber ja. Heißt, für 12 7 von 10. Jo.
3,08 von 5 bei 24 Votes zum ersten Mal am 30. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 2-mal und 10 Reminders. Dann kommen wir zur Strandwelle. Hammergeil, diese Lackierung sieht richtig geil aus. Kriegt von mir 10 von 10. 10 von 10, von mir kriegt die Strandwelle auch 10 von 10. Na, von mir kriegt sie eine 11 von 10. 4,6 von 5 bei 10 Votes. Zum ersten Mal am 8. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 2-mal und 5 Reminders. Dann doppeltes Spiel. Mega geiler Skin und den sieht man auch öfter. Richtig oft. Den sieht man wirklich oft, eigentlich in fast jedem Match ein doppeltes Spiel. Der gebe ich 8 von 10. Ich gebe der sogar inzwischen 9 von 10. Ich finde die richtig cool auch. 3,96 von 5 bei 28 Votes zum ersten Mal am 4. Juli 2019 im Shop gewesen und dann 3x und 43 Reminders. Dann auch übrigens zu dem doppelten Spiel Gameplay oben verlinkt. Genau, der Flamingo-König. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kriege von mir 5 von 10. Von mir 4 von 10. 2,55 von 5 bei 22 Votes zum ersten Mal am 6. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 12 Reminders. Auch dazu hatten wir ein Gameplay. Genau. Dann der Rasenbrecher. Ja. Ja, 500 V-Bucks? 6 von 10. Den finde ich eigentlich ganz witzig, 7 von 10. Okay. 3,5 von 5 bei 8 Votes zum ersten Mal 6. Juli 2019 im Shop gewesen, 2x und 2 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da, schreibt was in die Kommentare und schaut es hin und tschüss.